Wie intensiv nutzen Sie Google oder Google-Produkte? Jeden Tag. Jeden Tag. Also ich nutze Google jeden Tag. Ja. Heute früh habe ich das letzte Mal gegoogelt. Ah, ja, yeah, on daily basis. Daily basis, ja. Yes. Mm. Ich benutze Google stündlich mindestens. Mai ist halt meine Internetanlaufstelle Nummer 1. Also wenn ich das Internet benutze, benutze ich Google. Und was halten Sie von Google? Was hat Google für ein Image für Sie? Ja, es hat ein ganz gutes Image, ich denke, ganz positiv. I think it's innovative and quite cool. It's trustworthy, I think. Ja, ein gutes Image. Das ist super. Das finde ich super. Google ist super, ja. Sie haben alle ein Image, die ganzen Internetanbieter. Das durchschaut sowieso niemand. Cool Company. Innovative. Zwiegespalten. Also ich finde es schon gut, was sie anbieten, aber dass sie die ganzen Daten sammeln, ist halt schon grenzwertig teilweise. Naja, ist ein bisschen beängstigend, diese Perfektion und diese Datenspeicherung. Aber ich habe eigentlich nichts zu verbergen und wenn meine Sachen dann weitergehen, ist auch nicht so schlimm. Wenn man nichts zu verbergen hat, ist mir das recht wurscht, was sie da speichern, ehrlich gesagt. No, it's all right. I mean, there's some concerns about their like privacy settings and stuff online, but nothing serious for me. I'm just like a casual user, really. So, yeah. Was glauben Sie, wie verdient Google Geld? Wie verdient Google Geld? Das ist eine gute Frage. It's a very good question. I guess advertising. I guess I think companies pay to have their adverts come up first on Google. It's a good question. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nee. Ja, also mit dem Thema habe ich mich noch nicht so intensiv beschäftigt. Keine Ahnung. Na. Was haben Sie für Ideen? Werbungen, natürlich, oder? Ja, ich weiß noch nichts. Was noch? Ja. They like collect information, on your searches and new stats to target you as a customer for the right ads. Yes. I think they have a lot of power. I think if they do the right thing with that power, then it is good. I think they have the motto, do no evil. Is that correct? But I don't know enough about what they do to know if they are doing evil or not. So. Ja, erstmal hat es eine unheimliche Macht, unheimliche finanzielle Macht, die andere nicht haben. Und deshalb können sie die Maßnahmen, die Google ergreift, in der Dimension einfach gar nicht toppen oder überhaupt eine Konkurrenz werden. Ich glaube, da ist ein ganz großes Problem. Das ist für mich eine große Verbrecherfirma eigentlich. Das ist super. Das finde ich super. Google ist super, ja.